Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sins of the Solar Empire Star Trek Armada 3. Wir haben beim letzten Mal mit einer Partie bei den Klingonen angefangen und genau an dieser Stelle wollen wir das Ganze auch fortsetzen. Wir haben die ersten Planeten eingenommen, haben uns drei kleine Völker geschnappt. Das Tal Shiyar, Teil hier gehört uns auch schon. Wobei wir können da mal so ein bisschen Spionage betreiben. Das da zum Beispiel können wir uns mal angucken. Ja, da sind auch schon Romulaner, die sich hier ausbreiten. Romulanisches Pack sozusagen. Und wir wollen jetzt ganz schnell noch diesen Planeten der Klasse L kolonisieren. Deswegen haben wir unsere Flotte hier schon mal einsatzbereit gemacht. Zack. Den werden wir uns jetzt schnell holen. Und ich würde gerne noch ein Kriegsschiff bauen, also ein Capital Ship. Aber ich kann aktuell nur die Ravenous bauen. Und die gefällt mir gar nicht mal so gut. Obwohl es ist ein Kolonieschiff, ne? Aber eigentlich möchte ich einen Voyager-Kreuzer haben. Von daher heben wir uns den nochmal kurz auf. So, wir haben hier oben zwei zusätzliche Tactical Research Labs. Und da werden wir nochmal ein klein wenig ausbauen, dass wir noch zwei weitere dazu bauen können. Vielleicht müssen wir es später nochmal umstellen für Handelsrouten und dergleichen. Aber aktuell wollen wir den mal so ein bisschen umbauen. Oder aufbauen, weil mit 6 wären wir nämlich schon hier hinten bei dem Battle Station Deployment und den werden wir auch direkt erstmal entwickeln. Hauptsache, wir können die fetten Battle Stations bauen. Die werden nämlich unsere Systeme sehr effektiv schützen. Als nächstes entwickeln wir den Voyager Battlecruiser. Den wollen wir, also den will ich haben. Der ist eigentlich das ikonische Schiff, neben dem Bird of Prey natürlich, aber die Bird of Prey sind halt nur kleine Fregatten. Aber der Voyager Battlecruiser, das ist der hier. Der macht schon was her. Und der macht auch ganz gut Schaden. Boah, die können Minen. Bäh. Das ist ja bitter. Das nervt ziemlich. Aber naja, Tod ist tot. Da ist der Jalaxu Battlecruiser, der ist. Oh je, da sind schon die Romulaner. Gentlemen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen diesen Planeten jetzt. Also spring da gefälligst rüber und hol ihn dir. Bevor wir uns da eine blutige Nase holen, heißt das im Klartext. So, da kommt noch ein bisschen was drauf. Du hier konntest auch 6 Social. Die haben, glaube ich, ja, ich glaube, die Vengeance Class ist deren Kolonieschiff. Das ist natürlich uncool. Und die haben zwei Schiffe dabei. Die Valdor und die Vengeance. Wieso? Ach so. Ihr solltet eigentlich auf grün bleiben, ne? Zieht euch da mal zurück. Eigentlich habe ich nämlich gar kein Interesse daran, dass ihr da zu weit raus liegt. Na, die schnappen sich da direkt ein. Und sind einmal genau ins Minenfeld geflogen. Das macht natürlich schon so ein bisschen was hier. Warte, eine halbe Flotte hat sich zerlegt, weil sie in Minen reingeflogen ist. So macht man das natürlich eigentlich nicht. So, der Planet gehört auf jeden Fall schon mal uns.
Da müssen sie erstmal was gegen tun. So, hier ist unser Battle Station Tuk. Na, da können wir nur einen von bauen gerade. Das ist schlecht. Aber ich sehe gerade, wir haben Dilithium über. Wir können so ein bisschen mehr Dilithium mal auf den Schwarzmarkt schmeißen. Dann kriegen wir nämlich Knete für. So, okay. Und der hier wird uns jetzt mal zeigen, was Schaden ist. Der wird nämlich ganz schön viel davon machen. Ah, oder auch nicht. Aber wenn die sich nicht gleich zurückziehen, dann werde ich halt auch noch sein Kriegsschiff hier zerlegen müssen. Hm, 1200 will ich gerade nicht haben. So, wo ist er denn? Gauron, Son of Mrell. Den entwickeln wir mal mit. Den hätte ich gerne. Wie lange braucht unser Schiff hier noch? Muss es noch erforscht werden? Ah, es wird noch erforscht, okay. Dann ist ja gut. So, der ist weg. Also nehmen wir uns mal seine Valdor-Klasse davor. Und dann ziehen wir uns mit unserem Mutterschiff da mal ganz schnell wieder zurück. Das ist nämlich nicht für diesen Einsatz gedacht. Mit dem hier? Ach, der ist gerade getarnt. Lass dir das mal mit dieser Kampftarnung. Ach, das ist Minenfeld gewesen. Oh, da bin ich jetzt reingeflogen. Beziehungsweise der hat irgendwie wieder einen einfach so rausgehauen. Das nervt schon tierisch. So, mein Schiff ist auf jeden Fall erfolgreich geflohen. Das ist gut. Und da sieht man auch, man sollte mit dem Schiff hier nicht allzu weit rausschwimmen. Den stellen wir jetzt erstmal zurück. Wir brauchen was anderes. So. Battle Station Tuk. Das ist genau das, was wir brauchen. Und unsere Battle Station werden wir einfach mal hier oben aufstellen. Zack. Hinter. So. Jetzt müssen wir uns eigentlich schon beeilen, dass wir den da oben noch kriegen. Wir brauchen auch noch einen zweiten Battle Station Tuk, nämlich für diese Station hier vorne. Und eigentlich müssen wir den Tal Shiar auch noch irgendwie damit verteidigen. Kreativer Einsatz der Tarnvorrichtung, was? Ja, wir haben gerade so ein Dings verloren.
Einen unserer Kittinger-Class-Kreuzer. Das nervt. Das nervt ziemlich. So, wir brauchen Nachschub. Nachschub da dran. Und da ist die Kittinger-Class, die Borcher-Class, die wir jetzt bauen wollen. Aber dafür fehlt uns Geld. Aber nicht du. Du hier. Wir haben Gauron. Dann beschwören wir mal Gauron. Zack. Da ist er. So, Raiding Parties. Hail Gauron, Targets Enemy Plants, Glorious Taunt. Ja, nehmen wir den. Was bist du? Kronos Class Envoy. Stimmt, wir haben ja noch Envoys. Das ist gut. Die Piraten wollen zu mir. Das ist wiederum schlecht. So, okay. Na, mit ein bisschen Glück werden sie sich mit dem da vorne beschäftigen. Wo sind eigentlich die Piraten? Ich habe die Piratenbasis noch gar nicht gefunden, würde ich mal so sagen. So. Frontalangriff. Ein Klingone gibt niemals auf. Oder so ähnlich. Ach, sind schon zwei. Ach, der lebt da auch noch. Das ist natürlich scheiße. Ich habe nicht gesehen, dass der hier noch lebte. Jetzt lebt er nicht mehr. Ist schon mal gut. Ja, ich glaube, jetzt ziehen sie sich zurück. Wo sie gerade schon so ein Ding verloren haben. So, militärische Forschung. Wir brauchen mehr Schiffstypen. Und zwar, wo kann ich die Kittinger-Klasse bauen? Wo ist sie denn? Da ist die Kittinger-Klasse. So, und die wollen wir haben. Und ja, das war's erstmal. Da kommt Reichweitenerhöhung, da kommt erst Schadenserhöhung für Disruptoren. Okay, setzen wir erstmal hier Panzerung mit rein. So, mehr von dem Zeug hier auf jeden Fall. Und Sensoren können auch nicht schaden. Und das hier unten hätte ich auch ganz gerne noch erforscht. Oh, okay, das da unten war, dass die Lebenspunkte für Planeten günstiger werden. So, dann haben wir hier Bird of Prey. Wir brauchen mehr Bird of Prey. So, die haben wir auch nicht, okay. Welcher denn jetzt? Ja, okay. Achso. Ja, da sind immer noch die Kriegsschiffe. Nur die Kriegsschiffe kriege ich gerade nicht weg und ich kriege sie natürlich erst recht nicht weg, solange sich hier irgendwo ein romulanisches Schiff in meinem System befindet. So, das hier wird auf jeden Fall meine erste Flotte. So, haben sie Korolev schon? Ja, Korolev haben sie auch schon. Pollux Class Envoy, da kam also irgendwo der Ah, der ist da drüben, ne? Okay. Heißt, hier sind die beiden Föderationen, zwei Klingonen, zwei Romulaner über Kreuz und zwei Cardassianer über Kreuz. Okay. Das ist ja mal spannend. Aber ich glaube, mein klingonischer Verbündeter hier schickt er mich schon? Ja, der schickt mir schon Envoys.
Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Achso, da. Er hat nur Geld gesammelt, aber hier wird schon mal unsere Starbase gebaut. Das ist gut. Und im Gegensatz zu Sins vorher haben wir bei dem hier auch die Möglichkeit, alles zu bauen. Also man sieht hier oben Available Upgrade Capacity 17 von 17. 9, 10, 11 und 5, das sind sogar nur 16. Aber wir können hier alles reinbauen. Das heißt, diese Sternbasen kriegen auf jeden Fall immer alles rein und haben von sich aus schon 20.000, 20.000. Das ist richtig, richtig dick, was die dann verteidigen können. So. Die sind dann developed. Jetzt müssen wir die hier noch irgendwie mal developen. Und dazu brauchen wir Credits. Aber das Schöne ist, dass Developing hier wird sich direkt in unsere Credits auswirken. So. Da kommt unsere kleine Verstärkungsflotte rein. Mehr Bird of Prey. Also die. Achso. Die schießen einfach auf meine Titaniummine. Ja, sollen sie mal. Was bist du denn da? Die Red Class Frachter. Okay. Interessant. Da wird wohl schon kräftig gehandelt. Für 1500. Zack. Für 1500 nehme ich seinen Planeten tatsächlich einfach mal komplett auseinander. Vom Heimatplaneten von jetzt auf gleich auf null Bevölkerung runterzubringen, ist richtig, richtig bitter, finde ich. Das ist schon echt fies. So, Waffen, Verteidigung. Hangar, Merchants, Iron Will. Even if the colony is lost. Ja, das will ich gar nicht. Eigentlich möchte ich verhindern, dass die Kolonie verloren geht. Okay. Doomsday Shockwave. Okay, in Star Trek Armada hatten die Klingonen die Doomsday Shockwave. Das ist ein Schiff gewesen, das hat einfach alles platt gemacht. Das hat sich selbst zerstört und alles platt gemacht, was sich in einem gewissen Bereich vor ihnen befunden hat. So. Hier gehört jetzt mit zu der Flotte, ne? Hoffe ich doch. Gehört er jetzt mit dazu? Ja. Und die haben einfach alles platt gemacht, was davor war. Und das haben die jetzt in diese Sternbasis eingebaut. Das heißt, kurz bevor diese Sternbasis drauf geht, so bei 1000 Lebenspunkten ungefähr, kann man die Doomsday Shockwave ausführen, diese Sternbasis zerstören und massiven Schaden zu allem, aber auf alles aufbringen, was in diesem Planeten, im Orbit von diesem Planeten ist. Das ist schon ziemlich fies. Gefällt mir. So, wir brauchen immer noch mehr Kristalle. Also bringen wir erstmal die Kristalle hoch. Dann brauchen wir unbedingt Battlefleet Maintenance. Das ist unsere Repair Station. Ohne diese Repair Station kann man quasi, oder kann ich quasi keine Gefechte führen. So. Und was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall die K2 Lancer Turrets. Das sind die stationären Verteidigungsanlagen der Klingonen. So, dann können wir uns mal dem hier oben widmen. Wir wollen uns mal dem da oben widmen. Weil eigentlich sind diese... Nee, warte. Diese Schiffe sind noch nicht dazu imstande, da irgendwo hinzufliegen. Die müssen erst repariert werden. Sonst geht das massiv nach hinten los. So, die Lancer Turrets können erforscht werden und mehr Feuerrate auf unsere Disruptoren. Hm.
Gut, Kitinga Kreuzer haben wir jetzt auch schon. Höhenpunkte können auch ganz gut tun. So, okay, Kristalle werden ganz gerne genommen. Auf dem Schwarzmarkt. Wo ist er? Kitinga Glas. Also die 8 Supply. Okay, müssen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt ja einen Verbündeten. Und da können wir mal gucken, wie deren Relationship, die ist 14 zu mir. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall Envoys rüberschicken. Also Abgesandte. Hat einen Grund, wir können nämlich hier diese Pakte dann abschließen. Und das ist ziemlich gut, weil die verbessern Schilde, Waffen, alles Mögliche verbessern die. Oh, hier werden angegriffen. Ja, das Problem ist, ich kann dagegen quasi nichts tun. Und hier oben haben noch keine Sternbasis stehen. Und auch wenn die so ein paar Schiffe hier drin haben, die haben ja selber Schlachtschiffe, reicht das noch nicht. Sind die schon gebaut? Schon erforscht? Nein, die bauen jetzt erst. Blöd. Blöd, 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 blöd. Macht mal hin da. We have created a new weapon. So. Hat er denn hier 1, 2, 3, 3 Planeten hat er. Nicht schlecht. Dann sollten wir auch 4 Envoys darüber schicken. Je früher, desto besser. Station construction complete. Sehr gut. Dann fangen wir an hier zu reparieren. Vor allen Dingen der Kreuzer da interessiert mich sehr. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kann er auf sich? Nein, er kann natürlich nicht auf sich. Aber der kann auf den da. Und nochmal gucken, ob wir das so rum hinkriegen. So, sind die schon? Ja, jetzt haben wir unsere Flotte wieder einsatzbereit. Und rüber hier. So, für dich könnten wir eigentlich mal wo wollen wir hin? Von hier aus hier hoch ist relativ easy, ne? Eigentlich könnten wir mal einen Sammelpunkt setzen. Ja, wir setzen auf jeden Fall einen Sammelpunkt, da müssen wir eh hin. Na komm schon. Und rüber da. Ja. Sehr gut. Ander. So. Wo ist Kern? Da oben ist Kern. Wir holen uns noch einen neuen Commander. Wenn wir schon dabei sind. Wenn schon, dann richtig. Ja. Na, ziehen Sie sich zurück. Nö, tun Sie nicht. Give me more power. Go there. Genau, Abmarsch.
right away. We have created a new weapon. Yes. So. Let us get to work. Marsch, sag ich mal. Reinforcements have arrived. Get us moving. So, da kommen sie. Ah, da sind Bomber drauf, sehe ich ja jetzt erst. Das ist schlecht, weil dadurch werden diese Taishia-Jungs hier tatsächlich draufgehen. Aber auf der anderen Seite ist das auch das Beste, was sie tun konnten. Na, passiert da noch was? Also den Planeten hier werden wir verlieren. Klasse X. Den werden wir an diese Bomber verlieren. Der würde mich gleich fallen. Was sehr ärgerlich wäre, finde ich. Nicht nur, weil ich diesen Planeten dann neu kolonisieren müsste. Obwohl, da haben wir immerhin einen Planeten gewonnen. Ne? Gibt Schlechteres. Ah, diese Flotte ist echt groß. Aber da ist das Schlachtschiff wieder, das angeschlagene welche. Aber es sind heute auch schon Falcon-Class-Kreuzer dabei. Die sind ziemlich fies. Yes, get us moving. Yes, we will drive them before us. Glory to you. Da haben wir tatsächlich eigentlich keine Chance gegen. Da müssen wir uns wohl mal zurückziehen. Ärgerlicherweise. Genau, das machen wir jetzt auch mal. Die sind nämlich ein bisschen sehr stark hier. Time to go. Gaura, leader of the Klingon High Council, have decided to show you. Give me Ark, that which truly makes us Klingon. So, jetzt habe ich hoffentlich noch im Kopf, welche Planeten unser Freund hier alle schon besitzt, damit ich keinen irgendwo doppelt hinschicke. So, wir brauchen stärkere Schiffe. Ganz klarer Fall. Und eigentlich hätte ich gern die Death Rides hier. Also wir gehen jetzt mal hier den Death Ride Weg. Dann brauchen wir mehr Flotte. Und bei den Imperial Defenses, ja, die haben wir jetzt. Fleet Command. Fleet Command, das war Fleet Command. Bolstack 16 Defensive and Gravity Well. Ja, sowas wollen wir natürlich auch haben. So. Und mehr Feuerrate. Schneller feuern hilft bestimmt. Okay, den Taishia-Planeten konnten wir leider nicht verteidigen. Uns eine kleine blutige Nase geholt. Aber das macht nichts.
So, und die Frage ist, was tut gerade der Planet hier oben? Ah, okay, die Sternenbasis baut hier noch. Das ist gut. Ach, jetzt habe ich den da oben hingebaut. Na, ist auch egal. Das heißt, die ist auf jeden Fall fertig, bis diese fünf lahmen Schnecken hier ankommen. Geladen und feuerbereit ist die dann. So, High Council. Da fehlt ein bisschen Geld für, aber dann holen wir uns den natürlich auch noch. Zack, Feuer. Okay, so. Das hier ist Harkon Klasse B. Der kann 5 Industrie haben. Okay, hier bauen wir unsere Werft auf. Hier kommen unsere Shipyards hin. Deswegen werde ich die gleich mal hier in Auftrag geben. Die Teile. So, okay. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Shipyard. Aber hier unten werden wir unsere Flotten hochziehen. So. Aber für heute war es das schon wieder. Freut mich, dass ihr bei mir gewesen seid. Ich hoffe, unser kleiner Einstieg in das Klingonische Reich hat euch gefallen. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch irgendwas besonders gut gefallen hat oder ihr Anmerkungen habt, schreibt mir in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Panemetzer Zensis.